Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Zuschauerprojekt. Wir befinden uns im Grünen, glaube ich. Baloui hat mir den Tipp gegeben, der hat ja als letztes aufgenommen, irgendwas mit Enton. Und das ist tatsächlich eines der wenigen Story-Elemente, an die ich mich erinnere, an die Enton. Ja, ich kenne noch was aus der Story, das ist krass, aber ich habe keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Also hier jedenfalls nicht. Ich schau mal eben auf der Karte nach. Irgendwo nach oben konnte man... Man konnte am Anfang irgendwo nicht... Okay. Das scheint der Trank zu sein, den wir brauchen. Ich guck mal auf die Karte eben. So, irgendwo nach oben. Ich vermute mal hier hoch, dass wir nach Blitzach... heißt der Ort Blitzach? Ja! Yes! Ja, da das hier noch grau ist, denke ich, wir kommen hier irgendwo durch. Route 215, 210, irgendwo in die Richtung. Fliegen haben wir, glaube ich, noch nicht, meine ich. Also, laufen wir. Oh, ich habe keine Lust. Keine Lust, von wilden Pokémon erwischt zu werden. Ich schaue jetzt mal, ob wir einen Trank haben. Kampf-Items, Briefe, Beeren, Medizin-Items, Superschutz. Ja, wer hat Schutz gekauft? Dankeschön. Oder hat das nur jemand gefunden? Ich mache das ja mal eben ein bisschen schneller. Warum ist denn das so viel Backtracking hier? Das ist ja nicht normal. Ich treffe nichts. Oh nein! Oh, du möchtest mir was über Pokémon beibringen? Eigentlich wollte ich nur durch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Regina, wir können auch kämpfen von mir aus. Hi. Hi, Burma-Dame. Und ich habe natürlich kein passendes Pokémon vorne. Habe ich damit schon gekämpft, seit es sich entwickelt hat? Wir haben kein Feuer-Pokémon. Schade, müssen wir vielleicht mal nachholen. Wird schon passen. Ja, klar, Arsch. Nochmal. Diese verschwendeten Runden. Sind die... Ach, du meine Güte, ich mag gar keinen Schaden. Okay, machen wir das mal ein bisschen schneller. Sonst kommen wir nicht... Nie. Ja. Dass sie einen immer so blockieren. Diese Schutzschildtrainer, sie sind so nervig. Wow, stimmt das? Ja, dass du verloren hast, das stimmt. Okay. Ah, nein. Und dann bin ich auch noch sinnlos gegen sie gelaufen. Oh, warum ist das hier ein Labyrinth? Die Musik hört sich viel besser an, so, oder? Also, ich finde schon, Schutz wirkt nicht mehr. Ja, passt doch. Hier komme ich nicht raus. Hier bin ich hier richtig. Yes, 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 yes. Nein, nein, nein. Ach, gehst du mir wohl aus dem Weg? Ja, die Regenroute, die habe ich trainiert. Ich erinnere mich, ich habe hier sehr viel Zeit verbracht. Zu viel Zeit. Route. Das heißt, hier noch nicht, aber wahrscheinlich irgendwo nach oben hin. Oh nein, warum ist denn das hier so verwirrend? Falsche Taste. Ich wollte eigentlich sprinten. Hier ist ein Baum. Ach, das ist noch nicht richtig. So. Irgendwo muss ein Haufen Enton stehen. Aber wo? Sehr gut. Hi. Die Enton stehen im Weg. Sie machen keine Anstalt, sich zu bewegen. Möchtest du den geheimen Trank verwenden? Ich denke schon. Die Isela verwendet den geheimen Trank. Das eine scheint sehr verwirrt zu sein. Ach, geschafft. Oh gut, du hast den Geheimtrank verwendet. Enton leiden an chronischen Kopfschmerzen. Deswegen heißt unser Enton ja auch Migräne. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Elysis den Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysis geben, also wird es die Reise wohl wert sein. Okay. Spricht man das Elysis? Muss ja. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst es sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die Älteste von Elysis. Und die Stadt selbst schau auf deiner Karte gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich, bis später dann. Ja. Yeah. Ich muss mal eben gucken, was es für Pokémon auf der Route gibt. Ich hatte ja eigentlich vor, was zu fangen.
So funktioniert das schon mal nicht. Wartet eine Sekunde. Ich wollte ja ein Pupsi fangen. Eigentlich. Jetzt wollte ich in die Suche Pupsi reingeben statt Raupi. Ich bin schon so verwirrt. Ich verwirre mich selbst. So. Sorry, dass gerade nichts passiert. Ich rede einfach und dann fällt das schon keinem auf. Okay, was spielen wir? Wir spielen Diamant. Wo gibt es denn da Raupi? Route 204, ja geil. Na, das ist daneben. Okay, vielleicht gibt es da Saftkorn. Saftkorn, Diamant im Ewigwald. Okay. Wo ist denn das? 204 ist zu weit weg. Wo ist denn der Ewigwald? Der ist auch ganz schön weit weg. Shit. Wenn wir bei Elysis sind, können wir vielleicht drüber laufen. Professionell. Vielleicht gibt es da Smetbu. Smetbu. Entwicklung nur. Na, schade. Okay. Na dann. Auf nach Elysis. Oh, was ist denn das hier? Ist ja vielleicht gar nicht so weit. Ist ja wilde Pokémon. Hi. Pantimimi. Miri. Okay. Ja, die sind irgendwie recht schwach. Ich glaube, es lohnt sich nicht, gegen die zu kämpfen. Kleinstadt. Ach du meine Güte, was bist du denn hier? Weg mit dir. Das ist ein Item. Oh, und wieder. Ponita. Warum gibt es hier denn immer nur dieselben Pokémon auf den Routen? Kleinstein und Ponita. Und dann noch ein, zwei zusätzliche, die anders sind. Okay. Elysis scheint ja gar nicht so weit weg zu sein. Okay. Hallo? Ich hab dich überrumpelt. Während du dich noch erholst, habe ich den Kampf bereits entschieden. Okay. Ninja-Junge Manuel. Hallo Manuel. Boah, warum hast du so... Oh, okay. Der hat bestimmt nur Zubat dabei. Warum triffst du nicht? Warum treffe ich den gar nicht mehr? Das Drecks Zubat trifft die ganze Zeit und ich treffe nicht einmal. Irgendwas ist da nicht richtig. So. Hier kriegst du einen Garados. Wir haben übrigens zwei davon. Also viel Spaß. Oh, warum treffen die denn alle? Warum trifft dieses Drecks Zubat? Was macht denn Nebel für einen Effekt? Dass alles normal ist, außer... Dass alles weniger trifft, außer Normalattacken? Ich weiß es nicht. Ich weiß, in Mystery Dungeons sind alle Attacken schwächer als nur Normalattacken nicht. Deswegen keine Ahnung, wie das wohl hier ist. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Haben wir irgendwas, was sich davon nicht verwirren lässt? Hast du Auflockern gelernt? Dann könnten wir den Nebel wegpacken. Oh, wir können doch schon fliegen! Shit! Okay, Leute, wir fliegen jetzt erstmal und holen Raupi. Dürfen wir schon fliegen oder ist der nur zum Spaß da, das Fliegen? Ja, geil. Warum trifft den Konfusstrahl jetzt garantiert? Oh, wow, ist das ein ätzender Kampf. Flügelschlag. Komm schon. Wieso geht das die ganze Zeit daneben und das Drecksvieh trifft? Komm schon. Danke, Vogel. Kriegst ein Level up als Strafe. Als Belohnung, glaube ich. Es herrscht immer noch dichter Nebel. Pionskora. Pionskora. Gift? Haben wir ein Boden-Pokémon? Nein. Okay. Flügelschlag. Yes. Na, was sagst du jetzt? Was geschieht hier? Du sollst eigentlich öfter verfehlen. Ich habe die ganze Zeit verfehlt. Ja, Entwicklung. Vogel! Staraptor! Jetzt bist du ein Staraptor. Yes! Endlich cool! Ich mag Staraptor. Ich mag aber nicht Staralili. Es ist so auseinandergegangen bei seinem Ruf. Witzig. Nahkampf. Oh yes! Schön. Aber Nahkampf hat auch so eine hohe Verfehlchance, ne? Oh nein, doch nicht. Ah nein, es senkt meine Verteidigung. Ich wusste, irgendwas Negatives ist. Warum habe ich nicht Aeroas eingesetzt? Ich bin so dämlich manchmal, ne? Nein, darüber möchte ich eigentlich nicht reden. Vogel hat Flügelschlag vergessen und Vogel lernt Nahkampf.
Ich fliege jetzt erstmal zurück, wenn ich schon fliegen darf. Darf ich fliegen? Darf ich fliegen? Yes. Ewigwald ist hier drüben. Nein. Das ewige Nauer, also müsste da auch der Ewigwald sein. Lass mich nochmal eben auf der Karte nachgucken. Ewigwald. Ach, das noch weiter links. Ich war noch nicht weit genug links. Okay. Jetzt habe ich aus dem Fenster getappt und darf nicht mehr laufen. So. So. Hallo und willkommen im Pokémon Center. Okay, ich nehme dein Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Vielen Dank schön. Danke. Bitteschön. So. Die Isola schaltet den Computer ein. Pokémon bewegen. Eigentlich hätte ablegen gereicht, aber egal. Die ganzen Garados. Wir legen ein Garados ab. Das hier? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn wir Superfisch im Team haben, müssen wir auch Pupsi im Team haben, ne? Haben wir noch Bälle? Das letzte Mal, als ich was... Das war die falsche Taste. Das letzte Mal, als ich was fangen wollte, hatten wir keine Bälle mehr. Okay. Ich mach doch ein bisschen schneller, sonst finde ich den Pokémarkt niemals. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wo der sein soll. Da ist ein Fahrrad. Ah, da. Ja, es ist schon irgendwie praktisch, dass Pokémon Center und Supermarkt inzwischen in einem Gebäude sind. Superball. Und wir haben noch 9. Na gut, dann füllen wir das mal auf. Dankeschön. Nee. Ich glaube auch, wir brauchen gar nicht so unfassbar viel, um einen Saftkorn zu fangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Musik hört sich so viel besser an, so schnell, nicht wahr? Absolut. So, jetzt finde ich wahrscheinlich keinen Saftkorn. Saftkorn! Sonst tauchen die auch immer auf. Du bist eine Schalocko. Du bist auch ein Schalocko. Ich möchte doch nur einen Saftkorn. Hä? Ewigwald, okay. Wo gibt es Saftkorn? Saftkorn. Nein, die gibt es hier gar nicht normal. Ach, leck mich doch. Warum steht das da dabei? Das ist doch nicht witzig. Gibt es hier gar keine Saftkorn? Gibt es die hier nur, wenn man... Oh nein, es gibt gar keinen. Dann fangen wir uns einen Schalocko und nennen das Pupsi 2.0. Es gibt ehrlich kein Raupi oder sowas? Oh nein. Ach, wie kacke. Kacke, das habe ich nicht... Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man da die Pokémon nur so dämlich bekommt, indem man im DS noch das andere Spiel mit drin hat. Ah. Gibt bestimmt eine Möglichkeit, im Emulator das trotzdem zu bekommen, aber egal. Jetzt kommt natürlich nicht mehr das, was ich wollte. Ein Schalocko oder so. Hi. Das trainiere ich nachher erstmal offscreen. Dann kann sich der Nächste freuen. Cool, Premiere-Ball. Bitte geh in den Premiere-Ball. Bitte. Komm schon. Oh, bist du kacke. Okay, wer hat denn 20 Superbälle gekauft, Pokebälle gekauft, wenn wir Superbälle haben können? So, möchtest du dem Schalocko einen Spitznamen geben? Natürlich. Und? Pupsi, ja geil. Genau das wollte ich doch haben. Wie mache ich einen Abstand? So. 2.0. Yay. Okay. Dann fliegen wir mal wieder so, dass der Nächste weiß, wo er hin muss. Ist Trostu richtig? Keine Ahnung. Ach, egal. Erstmal Pokémon heilen. Haben die überhaupt was abbekommen? Nein. Okay. Dann stelle ich mich mal da oben. Dann stelle ich mich nicht da oben hin. Dann trainiere ich da oben jetzt erstmal. Wie mache ich mein Fahrrad an? So jedenfalls nicht.
falsche Richtung, so. Fahrrad einsetzen. So. Oh, da komme ich nicht mehr Fahrrad hoch. Egal, ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Ich werde jetzt offscreen Pupsi trainieren, dass der nächste dann gleich als erstes die Entwicklung von Pupsi sieht, würde ich sagen. Und ja, schaut da vorbei, wie der dann reagiert. Bis dahin, macht's gut und tschüss.